Gut, dann würde ich allmählich vorschlagen, ich denke, wenn Teilnehmer noch dazukommen, dann haben sie sowieso die Chance, sich einzuwählen. Starten wir durch. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserem Ask Me Anything 2.0 live aus unserer umgebauten Eventhalle, aus unserem Loginar-Studio, wo wir letztendlich jetzt die Zeit genutzt haben, um eine kleine Kulisse für Sie zu schaffen. Heute Ask Me Anything about Sophos IDA und Sophos MTA. Mein Name ist Marco Witzgall. Ich bin Business Development Manager bei der Firma Netlogix. Jetzt mittlerweile fast seit einem Jahr dabei. Also im nächsten Monat wird's ein Jahr werden. Ich bin bei uns im Haus verantwortlich für den Bereich Portfolio Management, Portfolioentwicklung und Herstellerbetreuung und mitunter auch für den Hersteller Sophos und generell für die Network und Security sowie Microsoft-Themen zuständig. Und bin heute allerdings nicht alleine. Ich möchte Ihnen ganz gerne heute meine Verstärkung vorstellen, mit denen wir zusammen Ihre Fragen beantworten. Und zwar ist es der Christian Theilen von der Firma Sophos, der sich ebenfalls ganz kurz vorstellen kann. Ja, Marco, herzlichen Dank für die Einladung. Bin gespannt auf die Fragen, die da gleich kommen. Mein Name ist Christian Theilen. Ich bin der Channel Account Executive bei der Sophos und betreue die Partnerlandschaft im Postleitgebiet 8 und 9 und da vorrangig auch eben den Partner Netlogix, dessen Gast ich heute hier sein darf. Ich bin seit 2016 bei der Sophos, war vorher beim Systemhaus, habe da schon IT-Security-Themen betreut und davor war ich 14 Jahre bei der Mnet in Nürnberg auch noch gelaufen unter dem Namen Nevcom. Habe da die Großkunden betreut im Bereich Rechenzentrum, breitbandige Anbindung. Das war so mein Thema. Aber mittlerweile ist alles Richtung Security gewandert. Mein Motto, better safe than sorry. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da heute für Fragen kommen. Ja, vielen Dank, Christian, für die kurze Vorstellung. Bevor wir in das Webinar einsteigen, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz unsere Spielregeln erläutern. Daran hat sich Gott sei Dank nichts geändert. Also diejenigen von Ihnen, die unser Ask Me Anything Format kennen, wissen, wir haben das sogenannte 1-2-3-Prinzip. Das bedeutet, eine Frage beantworten wir mit zwei Speakern und das innerhalb von 3 Minuten. Viele von Ihnen wissen auch, dass uns das manchmal gelingt, dass uns das häufig gelingt, allerdings auch manchmal nicht gelingt, weil eben die Antworten dann bisschen ausführlicher erklärt werden müssen, damit wir das auch alle verstehen letztendlich. Aber wir versuchen uns schon dran zu halten. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, haben Sie die Möglichkeit, im Webinar-Tool unter den Fragenreiter diese live zu mir ins Studio zu schicken. Ich werde Sie dann letztendlich dem Herrn Theilen, den Christian Theilen, vorstellen und wir versuchen dann unser Bestes zusammen, die Fragen, die Sie live im Studio dann stellen, zu beantworten. Sie haben auch die Möglichkeit gehabt, im Vorfeld uns bereits Ihre Fragen zukommen zu lassen. Das haben Sie relativ fleißig genutzt. Also wir haben einige Fragen bereits auf unserem Zettel stehen, die wir jetzt durchgehen werden. Und noch ein kleiner kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieses Webinar ist natürlich zu 100% anonym für Sie. Also das bedeutet, Sie werden zum keinen Zeitpunkt irgendwo ersichtlich sein. Wir werden Ihre Namen nicht einblenden. Und noch ganz kurz der Hinweis, im Nachgang ist dieses Webinar dann auf YouTube zu sehen, um dann letztendlich auch den Leuten eine Chance zur Teilnahme zu bieten, die jetzt eben heute keine Zeit haben. Ja, so viel zu den Spielregeln. Steig mal ein, Christian, die erste Frage. Ihr habt vor circa 3 Jahren auf der Partnerkonferenz das Thema Endpoint Detection and Response vorgestellt und vor kurzem das Thema Managed Threat Response. Ich muss immer ein bisschen aufpassen bei dem Namen, dass ich das ordentlich ausspreche. Ist ein bisschen Zungenbrecher. Kannst du kurz erklären in ein paar Sätzen, was das eigentlich ist? Ja, schönen Dank für die Frage. Ja, EDR, Endpoint Detection and Response, ist mittlerweile als Standard gesetzt, sowohl vom BSI oder auch von zum Beispiel der Versicherungswirtschaft in Deutschland. Da geht es darum, dass man eben nicht nur auf einen Vorfall reagiert, auf einen Sicherheitsvorfall, durch automatische Bereinigung oder Erkennung, anschließend Löschung und
Wiederbereinigung, sondern dass man eben auch in der Lage ist, forensisch nachzuvollziehen, was ist eigentlich wo passiert, zu welchem Zeitpunkt, sind Daten beispielsweise abgeflossen, ist also hier ein DSGVO-konformer Vorfall zu melden oder ist eigentlich alles in Ordnung? Gibt es Dinge, die man vielleicht im Nachgang anders machen kann? Also muss ich an der Firewall schrauben, muss ich im Netzwerk Berechtigungen ändern und. Also es geht darum, nachzuvollziehen, was ist eigentlich passiert? Weil in der Vergangenheit davor war es so, man hat zwar irgendwie mitgekriegt, es gab einen Vorfall, da ist irgendwas erkannt worden, was nicht so war, wie es sein sollte. Das ist bereinigt worden, Punkt. Und am nächsten Tag hatte man das Gleiche nochmal. Und Endpoint Detection and Response geht eben darauf ein und sagt, wir scannen eben im Nachgang von dem Vorgang oder jetzt auch proaktiv und schauen nach, gibt es irgendwelche Dinge, die anders aussehen, als sie sein sollten, um dann darauf entsprechende Strategien zu entwickeln, wie man die Sicherheit an der Stelle erhöhen kann. Das ist immer das Thema. Und IDA heißt, ich mache es selber als Hersteller, als Partner oder als Endkunde. Und MTR ist die Erweiterung, das heißt Managed Threat Response. Das heißt also, dass ich hier einen Dienstleister habe, in dem Fall ist das die Software selbst, die mit einem eigenen Team, das ist eine Akquise, die wir gemacht haben vor einiger Zeit, die Firma Darkbyte, die mit einem eigenen Team weltweit diesen Service übernimmt und proaktiv oder reaktiv, je nachdem, was man für eine Produktausrichtung sich da lizenziert hat, die Endkundensysteme überprüft, bei Incidents, also bei Vorfällen tatsächlich auch reagiert, entweder autorisiert durch den Endkunden selbst, ohne dass er eingreifen muss, oder in Zusammenarbeit mit ihm oder letztendlich nur als Benachrichtigung. Das ist eine Frage, inwieweit der Endkunde da sich von uns helfen lassen möchte. Und wie gesagt, das eine ist, mach selber, und MTA heißt eigentlich schnell übersetzt, wir machen es für dich. Okay, vielen Dank. Dazu kam live jetzt gerade eine Rückfrage rein, und zwar, es gab ja, bevor Sophos vor einigen Jahren in den IDA-Markt eingestiegen ist, einige Hersteller, die das Ganze Best of Breed gemacht haben. Also das heißt, die letztendlich laut Gartner in dem Quadranten rechts oben im Bereich Endpoint Detection and Response waren. Nun, was macht Sophos im Gegensatz zu diesen Partnern anders? Warum ist Sophos so erfolgreich? Ja gut, wir haben einen anderen Herkunftsweg. Also Sophos kommt ja aus, ich meine, 85 angefangen mit Antivirus. Also wir kommen aus der proaktiven Absicherung. Und Detection ist natürlich ein Teil davon, war aber, sag ich mal, zu Anfang nicht auf der Agenda gestanden, also wenn man 30 Jahre zurückdenkt. Und weil wir eben von dieser Absicherung, von der Protection-Schiene herkommen, haben wir einen anderen Ansatz als die, die aus der Forensik kommen, die also sagen, ich habe hier viele Daten gesammelt in einem SIEM-System oder vergleichbaren grundlegenden Systemen, und die fahre ich jetzt zusammen und gucke mir an, wie die Events irgendwas verursacht haben. Das haben wir erst später mit aufgenommen. Das kann man auch ganz gut an der Produktentwicklung erkennen. Also aus dem AV wurde irgendwann das Intercept X. Und Intercept ist ja übersetzt der Abfangjäger, das Abfangen. Und dieses frühzeitige Erkennen, bevor was ausbricht oder kurz nachdem, sag ich mal, was anfängt auszubrechen, es dann einzufangen, wieder zurückzudrehen, das war so der erste Ansatz. Das haben die anderen Hersteller so nicht gehabt. Da waren wir erstmalig mit am Start. Und wir haben das quasi, naja, auch wieder so das Beste aus allen Welten zusammengenommen mit Zukäufen, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Das kann man wahrscheinlich aus sich selbst heraus organisch gar nicht mehr entwickeln. So komplex ist das Thema. Eben durch Zukäufe haben wir integriert in das Intercept X das IDA-Thema, also die forensischen Möglichkeiten, großflächig über Endpoint und Server die gesamte Domain zu scannen und auf Anomalien zu untersuchen, die jetzt vielleicht in erster Linie noch gar nichts bewirkt haben. Das ist ja auch ein Thema. Also bei IDA findet man schon mal Indikatoren auf Compromise, so heißt das. Also irgendwas, was darauf hindeutet, das könnte was nicht in Ordnung sein, aber es ist eigentlich noch nichts passiert. Das ist dieser typische Fall, dass in der Zeitung später steht oder bei Heise, der Angreifer hat sich schon 3 Monate im Netz bewegt, ohne dass der Betroffene, dass der Infizierte es gemerkt hat. Das ist genau das Thema. Man möchte so früh wie möglich darauf kommen, dass hier einer
unterwegs ist oder Prozesse am Start sind, die man eigentlich nicht möchte. Ja. Also das ist so der Unterschied, den wir da haben. Wie gesagt, und ein anderer Ansatz ist, wir kommen aus dem Mittelstandsbereich, aus dem SMB- und Mittelstandsbereich. Viele Hersteller kommen eher sozusagen von dem Global 2000, Global 5000. Da ist einfach der Ansatz ein anderer gewesen. Die haben bestimmte Voraussetzungen erwartet bei Kunden, SIEM-Systeme, ähnliche Dinge, die wir im Mittelstand gar nicht vorfinden. Das heißt, da mussten wir sozusagen unser eigenes Werkzeug mitbringen, was ja unsere Zentral-Plattform ist. Auch das ist ein anderer Ansatz. Okay, da kam jetzt live eine Frage dazu rein, und zwar, hallo, macht denn IDA überhaupt Sinn, wenn wir als Kunde keine Security-Spezialisten im Haus haben, oder sollte man gleich dann in Richtung Managed Threat Response denken? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir im Feld eine Situation vorfinden, dass zum einen die Kapazität bei Partnern, bei Systemhäusern und auch beim Endkunden einfach begrenzt ist. Eine 200-300 Leute-Firma hat am Ende vielleicht nur 2-3 IT-Mitarbeiter. Wenn die sich noch um das Netzwerk und viele andere Dinge kümmern müssen, haben die eigentlich keine Zeit mehr für Security. Ja. Das heißt also, das ist eine Frage der Kapazität. Die zweite Geschichte ist die der Skills, des Know-hows. So ein forensisches Werkzeug ist extrem mächtig. Also ich bekomme zwar in Sekunden schneller auf eine bestimmte SQL-Abfrage ganz viele Ergebnisse. Die muss ich natürlich interpretieren. Mhm. Da muss ich natürlich nicht nur das Wissen haben, was ist da rausgekommen, IT-technisch, sondern wie muss ich das im Kontext meiner Geschäftsprozesse einordnen. Das ist ja etwas, was eher der Spezialist dann auch im Hause machen kann. Und das nächste ist, wenn, und man muss davon ausgehen, also im Prinzip alle 2 Jahre ist man mittlerweile dran als Unternehmen, zumindest wenn man unseren Umfragen glauben kann, sagen 50%, sie sind in den letzten 2 Jahren einmal getroffen worden von irgendeinem Vorfall, dass jeder mal dran ist. Und wenn man dran ist, ist man nicht, dann kommen ja die Bösen nicht montags um 9, sondern die fangen gerne freitags abends um 9 an, ja. Hören montags früh um 6 Uhr auf. Also in der Zeit, wo normalerweise auch sozusagen die Leitwarte nicht besetzt ist. Und dann kommt dieses MTR-Thema, also dieses Managed Threat Response auch wieder zum Tragen, dass man hier die Kapazitäten der Endkunden und der Partner entlastet, indem man rund um die Uhr 24/7 entsprechende Spezialisten zur Verfügung stellt. Also macht es dann quasi Sinn, wenn man kein eigenes SOC-Team beziehungsweise ein, ja, ich sage jetzt mal, dediziertes IT-Security-Team im Unternehmen hat, dann eben auf MTA zu setzen sozusagen, damit man dann auch im Falle des Falles die Bereitschaft hat, die letztendlich ihr dann als Software den Kunden bietet sozusagen. Kurz und knapp. Genau, das ist tatsächlich auch der Mehrwert. Wir haben ja, weißt du ja selbst, Marco, da kommt dann der Anruf, ich habe jetzt 3 Nächte nicht geschlafen. Wir haben hier einen Vorfall. Wir wissen, wir müssen ständig auf irgendwelche Monitore gucken, weil jeden Tag oder jede Sekunde geht eine andere Bombe bei uns im Unternehmen hoch. Wir müssen aber auch irgendwie die Produktivität wieder nach vorne bringen, weil ein Unternehmen lebt ja nicht davon, dass seine IT sicher ist, sondern dass sie irgendwelche Dinge herstellen, die versandt werden, die verkauft werden. Wir erleben das immer wieder. Es können keine Rechnungen geschrieben werden, es können keine Versandbriefe, keine Lieferscheine geschrieben werden, weil die Systeme gekapert sind. Und dann geht's halt eben los, was machen. Ja gut, ich kann natürlich Lösegeld zahlen. Da ist mittlerweile die einhellige Meinung auch von uns, das sollte man nicht unterstützen, weil das Geschäftsmodell der Bösen einfach fördert. Weil wenn die wissen, ja, wir kommen damit durch, also erwischt werden sowieso die wenigsten. Und wenn ich das Lösegeld mal habe, die Bitcoins oder Ether-Coin oder was auch immer da alles gefragt wird, dann habe ich ja mit meinem Geschäftsmodell gewonnen. Und die Versicherungen gehen jetzt mittlerweile auch daher und sagen, nee, das unterstützen wir nicht. Also ich brauche irgendwie eine andere Antwort darauf, dem vorzubeugen. Und diese vorbeugende Sicherheit, das ist das, was ich letztendlich nur über den Service bekomme. Okay, dann ist, denke ich, die Frage weitreichend beantwortet. Ein Kunde fragt, du hast jetzt vorhin erklärt, was letztendlich InterceptX macht, woher InterceptX kommt, was damals der Gedanke war im Zuge der Ransomware-Welle. Aber wenn ich doch jetzt InterceptX im Einsatz habe, ist dann eine detaillierte Forensik im Hintergrund überhaupt erforderlich, weil ich habe ja dafür eigentlich den InterceptX, der quasi als Bodyguard quasi an der Tür der Türsteher sein soll und dafür sorgen soll, dass erst gar nichts Schlechtes in mein Unternehmen beziehungsweise in mein Netzwerk reinkommt.
Das ist eine sehr schöne Analogie, können wir auch gleich aufgreifen. Das Thema ist, ja, die Bösen kommen am Türsteher deswegen vorbei, weil sie nicht böse aussehen. Wir haben es mittlerweile damit zu tun, dass die Werkzeuge, die im Hacking-Bereich verwendet werden, valide Bordmittel von Windows sind, aus dem Adobe-Programm kommen, aus was auch immer, aus einer Browser-Erweiterung kommen. Es gibt so viele Technologien, die erstmal als positiv, als okay eingeordnet werden müssen, weil es ganz normale Borg-Werkzeuge sind. Hafnium beispielsweise war ja ein ganz normaler Update-Prozess im Exchange. Also den können wir ja nicht unterdrücken und sagen, ja, das ist ja, das könnte ich auch für was Böses nehmen. Und die Kunst ist jetzt herauszufinden, ob jemand sich solcher Prozesse, solcher Werkzeuge bemächtigt, das unautorisiert tut und dann quasi, wir nennen das Lateral Movement, innerhalb des Netzwerks versucht, sich von Datei, von Server, von Rechner zu hangeln, um zum einen auszuspähen, lohnt sich das überhaupt, den zu kapern? Und ja, welche Möglichkeiten habe ich noch? Wo kann ich Backdoors aufmachen? Wo kann ich vielleicht sinnvoll Sachen verschlüsseln? Wie ist überhaupt das Ganze organisiert? Hat der ein galvanisch getrenntes Backup? Ist schlecht. Müsste ich vielleicht nochmal woanders gucken. Der hat das Backup im gleichen Netzwerk. Super. Dann kann ich den fertig machen. Kann ich Daten abziehen? Also das sind so Dinge, weil wie gesagt, Datenabflüsse, valide Datenabflüsse sehen wir ja tagtäglich. Da werden PDFs verschickt, da werden E-Mails verschickt, die kommen rein. Also das ist alles erstmal in Ordnung. Da sozusagen die Nadel im Heuhaufen zu finden, das ist die große Kunst. Und die passiert eben nicht nur durch das forensische Werkzeug, sondern das ist dieser Türsteher. Das passiert eben auch durch die künstliche Intelligenz, die wir im Intercept X haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist im Markt eine sehr, sehr große Größe, also bei uns und auch sonst bei den Spielern in der dunklen und in der hellen Welt. Ohne künstliche Intelligenz könnten wir die Vielzahl an Events überhaupt nicht mehr sortieren. Das ist unmöglich. Okay. Letztendlich haben wir ja jetzt so ein bisschen gelernt, dass eine gewisse Forensik dahinter, hinter dem, was man im Einsatz hat, also eine Forensik in meinem Netzwerk, eine Sensorik, ja eigentlich schon in der heutigen Zeit ein Must-Have sozusagen ist, egal ob man das jetzt selber bedient und verwaltet oder ob man einen Managed Service dahinter hat. Die Frage ist letztendlich, ich kann mir zwar vorstellen, dass Endpoint Detection und Response an sich sehr, sehr viel aufdecken kann, aber auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen Angst als IT-Abteilung vor den Resultaten, weil man sich ja vorstellen kann, jetzt nur mal aus der Analogie betrachtet, wenn jetzt zum Beispiel zu Hause der Virenscanner mal wieder anschlägt und ein False Positive meldet oder auch im Business-Bereich die IT letztendlich prüfen muss, wenn der Virenscanner oft anschlägt und gewisse False Positives meldet, werde ich dann nicht mit Meldungen und mit Arbeit erschlagen, wenn ich dann wirklich so eine gewisse Sensorik im Einsatz habe, die dann vielleicht auch, ja, ich sage jetzt mal, den Anteil an False Positives nach oben zieht? False Positives sind für IT-Security-Hersteller eine ganz heiße Nummer. Zum einen wollen wir natürlich vermeiden, dass das, wie du schon sagst, nach oben schnellt. Das führt dann dazu, dass so ähnlich wie die Geschichte mit Peter und dem Wolf, dann irgendwann mal ein Feature vielleicht abgestellt wird oder leichter eingestellt wird, um halt eben zu vermeiden, dass ständig Fehlalarme kommen. Aber natürlich würde ich sagen mal, ist das schon mal ein Indikator auf Compromise, wenn also immer wieder irgendwas anschlägt? Gibt es da etwas Tieferliegendes, was dahinter liegt? Also man darf das dann schon untersuchen. Und ja, es ist insgesamt eine große Herausforderung in der gesamten Branche, ein Maß an starker Einschränkung, also sicherheitstechnisch sinnvolle Dinge zu machen, wo gewisse Unkomfortabilitäten auch einhergehen. Das Beispiel ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das Beispiel ist Peripheriekontrolle, plötzlich funktioniert nicht mehr jeder USB-Stick. Also es gibt so ganz allgemeine, banale Sachen, die haben mit IDA gar nichts zu tun, die halt aber die Sicherheit extrem erhöhen. Und auf der anderen Seite halt eben die Möglichkeit für die IT-Administratoren schnell zu erkennen, okay, hier ist tatsächlich irgendwas, was anfängt zu brennen. Also also im IDA-Bereich oder im MTA-Bereich haben wir ja diese indizienlose Suche. Was wir da machen, ist ja, dass wir, wenn wir irgendwo auf der Welt eine neue Art der Technik haben, die vielleicht auf eine Verletzbarkeit in irgendwelchen Systemen hindeutet. Zum einen, dass man weiß, welche Systeme könnten überhaupt betroffen sein, wo sind sie?
Und wenn sie vorhanden sind, sind dort ähnliche Events zu verzeichnen, mit denen am Ende des Tages, wie gesagt, etwas Negatives bewirkt werden kann. Das muss man natürlich immer im Kontext sehen und da ist die Schnelligkeit entscheidend. Das heißt, das ist dieses Spiel, was man da hat, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Bösen. Das heißt, quasi am Ende des Tages hatten die Kunden, die zu dem Zeitpunkt, wo Hafnium und diese ganzen Microsoft-Sicherheitslücken jetzt in der jüngsten Vergangenheit released wurden, hatten die Kunden, die tatsächlich InterceptX bzw. InterceptX with EDR bzw. MTA im Einsatz hatten, eigentlich einen taktischen Vorteil, oder? Genau, also die betroffen worden ist jeder. Also das konnten wir nicht ausschließen. Also das war ja eine Lücke, die ein valides Bordwerkzeug von Windows betroffen hat. Das kann man nicht ausschalten oder so. Mhm. Aber was innerhalb kürzester Zeit passiert ist, nachdem die Veröffentlichung von Microsoft valide war, sind Abfragen gestartet worden gegenüber allen gemanagten Kundensystemen. Also die MTR-Kunden waren sozusagen die ersten, die dann die Rückmeldung bekommen haben, also wir haben die entsprechenden Löcher gestopft. Wir haben Vorschläge gemacht, was man zu tun hat, also natürlich diese Patches und auch die Einstellung in IPS und sonstigen Systemen und natürlich alles, was an unserem Endpoint und Serverprodukt eingestellt werden konnte, wurde gemacht. Das heißt, da war dann Ruhe. Dann, wenn man das nochmal nachvollzieht, haben wir relativ schnell eben auch ein Kochbuch veröffentlicht, dass Kunden, die noch kein MTA oder EDR hatten, die sich bei EDR die Testlizenz ziehen konnten und konnten dann die von uns zur Verfügung gestellten Abfragen nutzen, um festzustellen, bin ich überhaupt betroffen? Wenn ja, wie schlimm ist es? Also welche Registry-Einträge sind gemacht worden? Kann ich die zurücksetzen? Kann ich die automatisiert zurücksetzen? Und. Um dann diesen Kunden wiederum auch den Vorteil zu gewähren, ja, wir können jetzt sicherstellen, dass das in der Zukunft keine Einfallslücke mehr ist und das, was an Schaden oder was an möglicher Hintertür da geöffnet wurde, haben wir jetzt geschlossen. Das war für viele Firmen, also ganz kurz, es war für viele die entscheidende Geschichte, dass sie nachweisen konnten, wir sind erstmal safe. Okay. Jetzt ist aber so, du hast jetzt gesagt gehabt, mit euren Managed-Kunden habt ihr angefangen. Also es bedeutet quasi diejenigen, die dann Managed Threat Response im Einsatz hatten, das waren letztendlich die ersten Kunden. Aber wie kann man sich das im Detail vorstellen? Sind es Leute, die, sag jetzt mal, unbeaufsichtigt auf meinen Systemen agieren, die von außen irgendwelche Änderungen beziehungsweise Scans durchführen oder auch vielleicht bei einem Vorfall wird dann selbstständig eingegriffen oder habe ich da irgendwie eine Art Kontrollmechanismus über diese höhere Macht sozusagen, die letztendlich dann von extern auf meinen Systemen agiert? Ja, also man muss das genau eingrenzen. Also Managed Threat Response heißt, wir agieren in unserem Zentralsystem. Also wir verlassen nicht diese regelbasierte Endpoint Security und Server Security. Managed Threat Response heißt, da gibt es erstmal natürlich die InterceptX, also die automatischen Systeme, die anschlagen und die da helfen. Da wird zum Beispiel nur eine potenziell unerwünschte Anwendung erkannt. Das wird gemeldet und wird gestoppt oder je nachdem, was an Regeln dahinter gelegt ist, wird vielleicht auch nur gewarnt. Das kann ja der Kunde selber einschalten. Wenn es jetzt ein Incident gibt, also sprich ein tatsächlichen Vorfall, dann ist es ja so, da sitzt jetzt nicht ständig ein Männlein und guckt auf das Monitoring, sondern da ist erstmal die künstliche Intelligenz davor, die am Ende des Tages mal laut gibt und sagt, okay, hier haben wir etwas, was einfach nicht in Ordnung aussieht, das haben wir an anderen Stellen auch schon gesehen, das war eigentlich nie gut. Wir machen jetzt daraus ein Incident. So, Incident heißt, es gibt einen Vorfall. Und jetzt setzt sich tatsächlich ein Teammitglied aus diesem MTA-Team dran und schaut sich das Ganze an. Und dann gibt es in Zusammenarbeit mit dem Kunden drei Stufen der Zusammenarbeit. Das erste ist, er wird nur benachrichtigt. Also das heißt, wir haben drei hinterlegte Adressen, die wir ansprechen und sagen, wir haben hier etwas, das sieht komisch aus, das sollte man sich mal angucken. Wenn du Hilfe brauchst, können wir dir helfen. Die nächste Stufe ist die sogenannte Kollaborationsstufe. Das heißt, hier wird nicht nur informiert, sondern hier wird auch gleich gesagt, wir würden auch sofort die und die Maßnahme ergreifen. Sollen wir das tun? Oder willst du das tun, lieber Kunde? Und die letzte Stufe ist die, dass wir autorisiert sind, diese Änderung im Regelwerk unseres Produktes vorzunehmen. Also wir gehen nie auf den AD-Server und ändern dort irgendwas. Oder wir gehen
auf irgendwelche Switche drauf oder sowas. Also das liegt nicht in unserer Hoheit. Das ist nach wie vor die Administrationshoheit des Kunden oder seiner Dienstleister. Das sollte man ganz klar im Fokus haben. Aber wir können natürlich zum Beispiel einen Endpoint isolieren. Wir können sagen, der macht nur Blödsinn, den isolieren wir jetzt erstmal und gucken uns das dann in Ruhe an. Oder einen Server, der kompromittiert ist, nehmen wir einfach sozusagen, also den nehmen wir aus dem Netzverkehr. Der kann, arbeitet weiter, der darf aber jetzt nicht mehr mit anderen sprechen, bis wir die Ursache dieser Anomalie gefunden haben, sie bereinigt haben und sie freigegeben haben. Mhm. Und der Witz ist, dass die Kunden, die dieses MTR-Team, dieses MTR-Dienst buchen, die machen normalerweise so montags bis freitags in ihrer Büro-Business-Zeit, wenn die Administratoren da sind, wird eingestellt, wir machen Collaborate, also ich werde informiert und mir wird gleich sozusagen die Hilfe angeboten und am Wochenende gehen die auf Authorize. Ja, weil ich dann 24/7 einen habe, der zum Beispiel erstmal das System soweit absichert, und dann natürlich auch informiert und dann kann der Administrator natürlich aus dem Wochenende erkennen, okay, das ist wirklich relevant, jetzt muss ich reingucken, jetzt muss ich mich remote einwählen. Oder der sagt, nee, also habe ich schon dreimal gehabt, das ist wieder diese komische IoT-Geschichte, haben wir immer noch nicht im Griff, aber das Ding ist isoliert, ist gut. Ja, das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage gewesen und zwar, du hast ja als Partnermanager so ein bisschen den Einblick über die flächendeckenden Kunden beziehungsweise auch über mehrere Partner, die letztendlich Endpoint Detection and Response oder MTA quasi ja schon im Einsatz haben. Die Frage aus dem Publikum ist, was ist so der klassische Betriebsmodi, wo die meisten fahren? Also ist es wirklich die Bereitschaft der meisten Kunden da, aktiv eingreifen zu lassen auf den Systemen? Also wie gesagt, das klingt immer so, als würden wir direkt ins LAN oder auf die Systeme gehen. Nein, wir gehen nur auf unsere Zentral-Management-Plattform und können dort über die Regelwerke und über die administrativen Möglichkeiten, sag ich mal, Dinge bereinigen, stoppen, den Zugang zu bestimmten Ressourcen verhindern. Aber wir können nie direkt, sag ich mal, auf einen AD-Server oder sowas zugreifen. Also das muss man immer richtig einordnen. Und ja, was die Kunden nutzen, sind verschiedene Dinge. Also das eine ist natürlich bei einem Incident, also wenn es einen Vorfall gibt, dass sie in der Regel diese Collaboration annehmen. Also die sagen, wir gucken uns das zusammen an und wenn du sofort der Meinung bist, dass am AD-Server dieser eine komische Admin 11 nicht derjenige ist, den wir mal eingerichtet haben, dann isolieren wir den einfach mal und gucken, was dann passiert. Wenn keiner quiekt, war das wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wenn doch einer quiekt, dann war es ein False Positive. Aber wie gesagt, das ist diese kollaborative Arbeit. Das andere ist, das ist ein Teil der Advanced-Version, das ist das indizienlose Scannen. Ja, wir scannen nicht, sondern wir geben SQL-Abfragen aus einem riesigen Topf an Möglichkeiten gegen die unterschiedlichen Betriebssysteme in den Kundensystemen. Und das führt dazu, dass man zum einen eine Übersicht hat, ey, da gibt es Registry-Einträge, die können nicht durch natürliche Prozesse, also natürliche Prozesse gibt es in IT nicht, aber durch das normale Arbeiten entstanden sein, da muss manipuliert worden sein. Wart ihr das? Wenn dann keiner der Kollegen sagt, nee, da haben wir keine Ahnung, wäre das ein erster Indicator of Compromise. Mhm. Sowas rauszufinden und zu präsentieren und dann zu untersuchen, ja, das ist tatsächlich, oder ist ein Prozess, den wir bisher noch nicht kannten, der ist aber nicht gefährlich, alles gut. Oder nein, er ist gefährlich, dann haben wir jetzt plötzlich ein Thema und dann geht die Kette los, die man beim Kunden natürlich hat. Also müssen wir den Datenschutzkollegen einbeziehen, müssen wir eine Meldung machen an die Datenschutzbehörde und. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die Firmen sind sensibler geworden, die Bußgelder sind höher geworden, die Schäden die entstehen, also wenn ich eine Woche nicht arbeiten kann, sind teilweise so immens groß. Wir haben zwar Pandemie und man sagt ja mal, ja Mensch, man hört das auf, geht es uns auch mal schlecht, aber außerhalb des Dienstleistungssektors spüren wir von Pandemie nichts. Ja. Also das Thema ist eher umgekehrt. Die Wirtschaft brummt, wir sind eine Exportnation, der Rest der Welt kauft Made in Germany und das merken wir überall. Und wie gesagt, wenn da mal irgendwas stockt, ganz, ganz schlecht. Ja, definitiv, definitiv. Nun ist es aber so, dass ja ich jetzt mit der
XG-Firewall zum Beispiel oder jetzt neu mit der XGS-Firewall ja auch gewisse Möglichkeiten habe, auch diese in Software Central zu integrieren. Und wenn jetzt zum Beispiel das Managed Threat Response Team einen anomalen Datenstrom erkennt, dass sie letztendlich dann auch auf der Firewall entsprechende Mechanismen und Eingriffsmöglichkeiten haben, um quasi zum Beispiel diesen Traffic zu blocken, richtig? Ja, also die Central wird mitverwaltet, mhm. aber die Hoheit auf der Firewall haben sie nicht. Okay. Also okay. Das ist jetzt so die nächste Stufe, die wir so langsam zünden. Okay. Das nennt sich dann XDR, das ist die Extended Detection and Response, mhm. wo wir eben nicht nur Endpoint und Server uns angucken, also die, mhm. die Security am Endpoint, sondern wo wir auch die Gateway Security mit einbeziehen oder die WLAN oder die E-Mail-Themen. Mhm. Das ist eine neue Stufe. Da geht es aber jetzt erstmal darum, dass wir die Daten aus den unterschiedlichen Systembereichen zusammenfahren. Okay. Wie gesagt, also was jetzt bei MTA passieren würde, wäre, wenn man sagt, okay, an der Stelle hat die Firewall ein Loch, was hier ein Problem verursacht, dann würde man dem Kunden darüber informieren und sagen, bitte mach an der Stelle deine Firewall-Regel oder ändere deine Firewall-Regel. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Software-Produkt sein, es kann ja auch durchaus ein Fremdprodukt sein. Ja, klar. Ja, weil es war die IPS haben sie alle. Die reingekommen ist, weil das wäre halt so der nächste logische Schritt in Sachen Synchronized Security, ja. weil ich habe meine Firewall sowieso in Central drin und verwalte die darüber, habe dann dort auch meine Administration drin, push meine Regelwerke und wenn du sagst, okay, letztendlich hat ja der Mitarbeiter von Sophos, der dann irgendwelche Eingriffe letztendlich auf dem Endpoint durchführt, ja theoretisch auch die Möglichkeit, diese auf der Firewall zu tun oder gleichzeitig. Ne? Das war so die Frage, die eben reingekommen ist. Genau, genau, aber wie gesagt, das ist, also es gibt für alles bei uns entsprechende Regelwerke. Also wir haben so, wir nennen es Terms and Conditions. Das heißt also, ist es ganz genau geregelt, was kann Sophos MTA aber Mitarbeiter machen, unter welchen Voraussetzungen und was machen wir eben genau nicht, weil wie gesagt, da ist es am Ende ja auch eine Haftungsfrage. Mhm. Deswegen ist da sozusagen auch die administrative Hoheit liegt letztendlich immer beim Kunden. Okay. Das ist, also das muss man beachten. Also deswegen, wenn einer sagt, ich will komplett mit IT nichts zu tun haben, das ist ja eben auch unser Geschäftsmodell generell, dass wir hier mit Systemhäusern zusammenarbeiten, wo der Systemhauspartner dann die administrative Hoheit hat, als zum Beispiel Managed Service Partner, der dann in die Kundensysteme eingreift. Mhm. Okay. Ja, weil wie gesagt, also es ist ja nicht nur, also wir sehen nur unsere Konsole. Dahinter steht ja noch viel mehr. Also ich habe eine Firewall, ich habe eine Switch-Landschaft, ich muss Backups beachten. Also da sind viele, viele Themen, die nicht in unserer Hoheit liegen, wo wir auch nicht die Expertise und das Know-how haben. Da kommen dann die Systemhäuser ins Spiel. Mhm. Ja, das ist ja gut, dass er da für uns auch noch ein bisschen was übrig gelassen hat. Ja, das ist, also nicht unterschätzen. Also ein Thema zum Beispiel beim Onboarding ist, da wird gefragt, habt ihr ein Backup, vernünftiges Backup? Wir wollen eigentlich nicht in die, also jetzt, wir helfen sowieso nicht bei Lösegeldforderungen, das machen Versicherungen mittlerweile auch nicht. Da kann ich nur eins sagen, galvanisch getrenntes Backup, das ist Pflicht, da gibt es auch keine Diskussion. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, und das ist auch wieder ein Thema für die Systemhäuser, liebe Endkunden, kauft die, keine Ahnung, halbe Tag Dienstleistung und lasst regelmäßig Feuerwehrübungen mit Restores durchführen. Mhm. Nicht nur eine Datei, sondern mal einen ganzen Server, gerne auch einen kritischen Server, wie ein AD oder sonst welche kritischen Server, einen E-Mail-Server und im Zweifel auch mal ein komplettes Backup machen, einmal im halben Jahr. Mhm. Nützt ja nichts, wenn ich nach 3 Jahren feststelle, dass mein Backup nicht funktioniert. Ja, klar. Das ist klar. Ja, also wie gesagt, klar, Kosten, Feuerwehrübungen und so weiter, das ist alles Geld, wo erstmal nichts passiert, weil ich habe ja nur eine Übung. Mhm. Aber wenn das alles gut trainiert ist, dann kann ich bei Incidents und man darf sowas wie Sabotage und so nach wie vor nicht ausschließen. Mhm. Ja, dann kann mir das egal sein. Ja. In dem Kontext, du hast ein bisschen über das Thema Terms and Conditions und Haftung gesprochen, kam gerade eine Frage rein zum Thema Datenschutz. Und zwar haben wir als Unternehmen sehr, sehr strenge Vorgaben an den Datenschutz. Ist es möglich für das Thema Endpoint Detection Response beziehungsweise MTA oder auch flächendeckend für eure Produkte einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abzuschließen? Ja. Also
Eindeutig ja. Das ist heute Standard. Wir bewegen uns ja in Europa und in Deutschland im Rahmen der EU-Datengrundschutzverordnung und auch der sonstigen gültigen Datenschutzgesetze. Das heißt, wir haben eine entsprechende Auftragsverarbeitung, die man online abschließen kann. Also das ist ein Standard. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht reichen sollte, gibt es noch zusätzlich eine Verschwiegenheitserklärung, also ein NDA, also wo wir dann sagen, also falls wir doch in irgendeiner Form in einem Screenshot mal irgendwas sehen, was wir nicht sehen sollen, dürfen wir darüber auch nicht reden. Also das heißt, wir ziehen sozusagen da den schwarzen Peter auf uns. Jetzt muss man im Übrigen auch sagen, dass es normalerweise in der Branche üblich ist, bei uns ist es sowieso schon immer so, also zum Beispiel kompromittierte Dateien, die in der Quarantäne landen, die bleiben beim System des Kunden, die kommen nicht zu uns. Das Gleiche, wenn eine Firewall von uns betroffen ist. Also wenn die Firewall irgendwas einfängt, was kompromittiert ist, was man eben nicht weiter durchlässt. Das bleibt in der Quarantäne des Kundensystems und kommt nie zu uns. Wir haben, um selber genügend Futter für unsere künstliche Intelligenz zu haben, so viele Honeypots in der Welt, dass wir das nicht brauchen. Deswegen ist es eben auch so, das ist so ein Missverständnis, dass ein Kunde sagt, Mensch, ich habe hier was gefunden, ich schicke euch das mal schnell rüber. Dafür gibt es einen eigenen Trichter bei uns, in dem man das reinstecken muss, weil dahinter dann wieder gesagt wird, du schickst uns jetzt was wir uns ja dann tatsächlich angucken sollen und müssen. Da kann ja sein, dass da eben Namen drin sind oder irgendwelche anderen Daten, die interessieren uns ja auch nicht. Wir wollen uns ja nur anschauen, was tatsächlich mit dem Ding falsch ist. Aber da du uns das jetzt gibst, verpflichten wir uns dazu, das natürlich auch zu löschen. Deswegen ist das eben ganz wichtig, dass man genau sich an diese Regelwerke hält, damit wir nicht irgendwie in die Bedrulle kommen, was zu haben, was wir gar nicht wollen und mit dem wir dann eigentlich nichts anfangen dürfen. Wir müssen es eigentlich löschen. Ja, und gemacht werden soll ja in den Labs eine Untersuchung von eben dieser Datei. Und dafür gibt es, wie gesagt, einen eigenen Kanal, über den man das einkippt. Erzähl doch mal ein bisschen was hinter die Kulissen. Gerade kam nämlich eine Frage rein, und zwar, mich würde die Installationsbasis über alle Kunden interessieren, Gesamtanzahl der kompletten Endpoints. Wie viele Endgeräte liefern derzeit Daten nach Sophos Central zur KI-Analyse? Kannst du dazu eventuell? Das kann ich nicht sagen. Also wir haben ein paar hunderttausend Kunden. Es ist so, wir können das, ich kann das vielleicht indirekt ausdrücken. Wir sind in Deutschland vor Netflix Nummer 1 bei AWS, was Speicherplatz angeht. Okay. Und das hat damit zu tun, dass wir diese Eventdaten, also das sind keine Produktivdaten, das sind, also das ist so, Eventdatum ist quasi an, aus. Hier ist ein Dienst eingeschaltet worden, der hat jetzt 10 Stunden nichts detected, dann ist er ausgeschaltet worden, weil der Rechner ist runtergefahren worden. Dann ist der Dienst wieder eingeschaltet. Also das sind so diese Informationen. Warum wird das alles gesammelt? Weil, wenn irgendwann doch mal was hochkommt, fragt man sich, wo kommt das her? Diese Nadel haben wir, da sind wir im Heuhaufen drauf gestoßen. Wie ist die, über welchen Weg reingekommen? Und diese Sammlung an Events und das Zusammenfahren dieser Events braucht enorm viel Speicherplatz. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, oh Gott, das ist ja Cloud. Naja, außerhalb der Cloud gibt es diese Kapazitäten nicht. Das muss man, also es gibt weder die Speicherkapazitäten noch die Kapazität, das Ganze sozusagen zusammenzufahren, zu korrelieren und unter bestimmten Voraussetzungen eben abzufragen. Also du hattest ja vorhin auch die Frage gestellt, dieses forensische Werkzeug. Also EDR ist nichts letztendlich als ein Abfragetool, was halt eben fragt, warum ist oder gibt es irgendwelche Registry-Einträge, von denen wir nichts wissen, auf welchem System sind die, wie sind die da hingekommen. So, und das nächste ist, wenn ich jetzt, dann habe ich die Registry-Einträge und dann, wir nennen das Pivoting. Also das heißt, ich habe dort dann ein Kontextmenü und kann jetzt die nächste Frage stellen. Okay. Also dieser Registry-Eintrag, zu welchem Applikationsprozess gehört der? Dann hangel ich mich sozusagen weiter, weil ansonsten habe ich eine Information und muss ja wieder von vorne anfangen, müsste wieder die nächste Abfrage stellen, weil ich ja das Ergebnis sozusagen immer wieder zusammenfahren muss. Also quasi und je die schneller Abhängigkeiten und, zueinander sozusagen. Genau, und je schneller ich jetzt punktgenau auf den Kern der Ursache komme, desto eher ist es eben möglich, auch zu entscheiden, was soll ich als nächstes tun oder wie gefährlich war das Ganze. War es vielleicht doch nicht gefährlich? Also das sind alles am Ende Fragen, weil man kann natürlich für viel Geld irgendwelche Forensiker beschäftigen, die dann Tage oder Wochen lang Logs auswerten und dann auch nicht schlauer sind. Vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen,
Nachher sind Geräte abgeschaltet, ja, oder sind zerstört, sind verschlüsselt. Und jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, mir deren Logs anzugucken, weil ist ja verschlüsselt. Ja. Wenn jetzt aber die Eventdaten in der Cloud vorliegen und ich die zusammenfahren kann und sagen, oh, da ist ja an einer bestimmten Stelle was passiert und da ist der Prozess losgegangen, ich weiß, wo ich jetzt eingreifen muss, damit ich das wieder rückgängig machen kann, dann habe ich einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Verschlüsselung oder gegen sonstige unautorisierte Zugriffe. Und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass in dem Zuge wahrscheinlich auch der zeitliche Kontext sehr interessant ist, um quasi länger zurückzuschauen, um zu gucken, wann war der Einfallspunkt wirklich da, weil es hat man ja an Emoted zum Beispiel sehr gut gesehen, dass Emoted letztendlich eine lange Zeit erstmal auf dem System geschlafen hat, sich verbreitet hat, bis dann wirklich der Trojaner oder die Verschlüsselungskomponente letztendlich dann zugeschlagen hat. Und da ist wahrscheinlich diese Zeitmaschine, die man in den Logs hat oder die man dann in der Cloud eben hat, um einfach zurückzuschauen, wann war wirklich das Einfallstor da, wahrscheinlich Gold wert, oder? Genau, das ist also diese, du sagst schön ausgedrückten Zeitraffer. Also ich kann durch diese Abfragen sorgen dafür, dass also in kürzester Zeit schnell ein Ergebnis kommt, eben auch historisch bedingt oder je nach, also historisch ist das, was in der Cloud liegt. Dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, live auf das System zu schauen. Mhm. Wenn ich noch Zugang zum Server oder zum Endpoint habe, habe ich den Vorteil, dass ich mir den Prozess in real life angucken kann. Also was passiert da tatsächlich? Und das ist, wie gesagt, ein ganz großer Vorteil. Wir haben ein bisschen das Gefühl, dass wir mit dieser Art der Produkte den Bösen jetzt einen Schritt voraus sind. Also wer das tatsächlich flächendeckend und vollumfänglich einsetzt, der ist am Ende sozusagen predictive, also proaktiv. Er kann tatsächlich erkennen, okay, da kommt jetzt irgendwas oder da bahnt sich irgendwas an und ich bin eigentlich einen Tick schneller als die Bösen. Weil nichts ist unglücklicher, als wenn ich reagieren muss, wenn ich nicht im Fahrersitz sitze. Ja. Nee, definitiv. Eine weitere Frage, die genau in dem Kontext reingreift, auch mal wieder ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Wie viele Mitarbeiter umfasst denn derzeit das weltweite MTR-Team? Kannst du da eventuell was sagen? Darfst du da was sagen? Oder? Ja, das sind tatsächlich gar nicht so viele, weil wir das natürlich hochautomatisiert haben. Mhm. Also wir haben ja damals eine Firma gekauft, Darkbytes. Das waren, glaube ich, dann 40 Mitarbeiter oder 45. Das ist jetzt deutlich angewachsen. Okay. Wir stellen jetzt gerade oder wir stellen auch gerade Leute ein. Also wer sich angesprochen fühlt, herzlich willkommen. wir bauen weltweit Kapazitäten auf, wobei das nur ein Teil des Dienstes ist. Wir brauchen tatsächlich gar nicht so viele Leute. Mhm. Das hat damit zu tun, dass wir zum einen viel automatisiert haben, dass viel automatisiert auch bereinigt werden kann. Das sind manche Kunden dann am Ende erstaunt, jetzt habe ich ja gekauft, jetzt habe ich nur eine Nachricht bekommen, alles ist in Ordnung. Ja, auch das ist Teil des Programms. Mhm. Aber wenn ich tatsächlich jemanden mal brauche, dann steht jemand auch entsprechend lange da und wir versuchen auch immer den gleichen Ansprechpartner zu haben. Also es kann auch mal sein, dass der eine 12-Stunden-Schicht fährt, wenn es unglücklich läuft, weil ja quasi innerhalb dieses Managed Threat Response ein Incident Response enthalten ist. Also wenn es wirklich schief gehen sollte, dann ist jetzt auch jemand direkt da, ein Profi, der zusammen mit dem Team, also einer sozusagen vorne als Ansprechpartner und dahinter das Team an Researchern, an Code-Analysten, an Datenbank-Spezialisten, an Netzwerkspezialisten, die versuchen, dem Kunden jetzt aus dieser Situation herauszuhelfen, dass so wenig wie möglich Schaden da ist und dass auch nachhaltig kein weiterer Schaden passiert. Mhm. Also das Team ist gar nicht so groß, wird aber ständig erweitert. Das ist das eine. Und das andere ist, ein Großteil dieser Aufgaben des Teams ist das Onboarding und die einhergehende Eingangsuntersuchung, wo jetzt guckt wird, eingangs wird mit dem Kunden gesprochen und man macht so eine Art Grundscan und sagt, pass auf, an der und der Stelle haben wir das und das gesehen. Wenn du das so haben möchtest, dann musst du dir im Klaren sein, dass das ein Einfallstor ist. Das könntest du durch eine entsprechende Firewall-Regel oder andere Dinge einstellen, aber grundsätzlich würden wir davon abraten. Also zum Beispiel, wir stellen ganz häufig fest, dass User Adminrechte haben. Wir sagen, lieber Kunde, überleg doch, braucht der das tatsächlich? Oder ist das nicht einfach eine Bequemlichkeit, die
an irgendeiner Stelle mal gewachsen ist, die aber sicherheitstechnisch ein Desaster ist. So, und dann sagen die meisten Kunden, ja doch, durch eine organisatorische Maßnahme können wir das eigentlich eingrenzen. Dann haben eben nur noch die Admins administrative Rechte. So habe ich schon mal 90% des Angriffsvektors da an der Stelle verändert. Oder viele andere Dinge, also was ist, also banale Sachen. Wie oft finden wir heute noch PSExe, PSKill als Applikation flächendeckend freigegeben? Bitteschön, wer braucht das? Das brauchen Admins. Ja, das sind so Sachen, diese Fragen werden gestellt. Deswegen, also wie gesagt, wenn man das mal richtig eingeordnet hat, das ist das eine. Und das andere ist, dieses Team beschäftigt sich damit, diese indizienlose Suche zu perfektionieren. Das heißt, wir haben, keine Ahnung, ein paar tausend Abfragen SQL-mäßig. Das ist natürlich für macOS, für Linux, für Windows Server, für was weiß ich, also für zig Betriebssystemversionen und Varianten. Wird also permanent gegen die Systeme geschossen und geguckt, kommt da irgendwas raus? Nein, es kommt nichts raus. Kommt was raus, wird erstmal die künstliche Intelligenz gefragt, wie wird das einsortiert? Also gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass das eher gefährlich ist oder ist die Wahrscheinlichkeit gering, ist es ungefährlich? Mhm. Und erst werden, wie gesagt, diese verschiedenen Stufen, erst ganz am Ende der Kette steht dann jemand, der tatsächlich eingreift. Aber das ist dann jemand, der wirklich voll die Ahnung hat und durch dieses gesamte zusammenhängende System kann das eben wirklich optimiert werden mit gar nicht so vielen Leuten, weil das ist nämlich auch das nächste Problem, krieg mal diese Leute. Ja. Also ich sage mal scherzhaft, also die eine Hälfte hat im Knast gesessen wegen Hacking und die andere Hälfte hat sie in den Knast gebracht. Also die Biografien dieser Leute, das ist jetzt übertrieben, ja. Die Biografien dieser Leute zeigt, das sind eben nicht nur, die haben nicht nur den IT-System Kaufmann mal gelernt und sich ein bisschen mit dem Thema Hacking auseinandergesetzt, sondern die sind schon auf den verschiedensten Seiten unterwegs gewesen und wissen deswegen auch, wie die Spielregeln da sind, weil man soll das nicht unterschätzen. Das ist eine Industrie. Definitiv, ja? Definitiv. Die nächste Frage, die jetzt reingekommen ist, muss ich ein bisschen umschreiben, weil sie jetzt nicht ganz den Spielregeln unseres Ask Me Anythings entspricht, denn wir haben ja als Regel, dass wir nicht über Preise sprechen, das machen wir gerne im Nachgang, da können Sie jederzeit auf uns zukommen, aber jetzt nur mal in Vergleich zu setzen zu beispielsweise einer Ideallösung mit einem SOC-Team dahinter, in welchen Sphären können wir denn sprechen von MTA? Also gut, also ich sag mal so, also Verhältnis zum Beispiel zu einer 100-User-Lizenz ist der Unterschied zwischen EDA und MTA, also dass wir es komplett machen, der, dass ich ungefähr, sag ich mal, im Monat machen wir es mal anders, also ich habe einen gewissen Serviceaufwand. So, und dieser Serviceaufwand ist am Ende des Tages ja in einer Art Mannstunden oder Tagessatz eines Mitarbeiters zu rechnen. Man kann sich ungefähr sagen, dass man von einem gut ausgebildeten IT-Fachmann einen Tagessatz im Monat rechnen muss, um jetzt aber ein 24/7, also nicht nur den einen Mann, sondern 24/7 ein ganzes Team direkt am Start zu haben. Mit einem entsprechend ausgestatteten Security Operations Center, also natürlich unsere MTA-Oberfläche, die natürlich sich jetzt aber nur unser Software-Produkt anguckt und die damit korrespondierenden Systeme. Wir sind ja mittlerweile auch offen gegenüber anderen Herstellern, haben da so Schnittstellen gebildet. Also wenn das möglich ist und das eingelaufen werden oder zugelassen werden kann, werden auch diese Daten mit abgefragt. Aber das ist der Unterschied. Deswegen, es ist im Verhältnis preisgünstig, vor allen Dingen, ich muss die Opportunitätskosten rechnen. Muss man ein bisschen ausholen. Opportunitätskosten sind Reuekosten. Also, das ist ähnlich wie bei einer Versicherung. Wenn ich sie nicht habe und es passiert was, habe ich den größten Schaden. Und wenn ich jetzt natürlich Kosten dafür habe, dass ich diesen größten Schaden vermeiden kann, diese Opportunitätskosten, die sind im Verhältnis relativ gering. Und das ist das, was man sich anschauen sollte. Vor allen Dingen, wenn man heute, also dieses Thema Cybersecurity, beispielsweise also Cybersecurity-Versicherung, hat sehr stark zugenommen, wobei nach einem ziemlichen Hype jetzt die Versicherer zurückrudern. Denn was ist passiert? Die Endkunden haben gesagt, ich bin doch versichert. Liebe Versicherung hier, ich bin verschlüsselt worden, zahl mal mein Lösegeld. Oder zahl mal die Studenten, die jetzt die Daten wieder eingeben und. Dann haben die gesagt, nee, Freunde, das machen wir nicht so. Ihr müsst jetzt bestimmte Dinge
leisten, so ähnlich wie beim Auto, muss es TÜV haben und du musst natürlich eine Zulassung haben und. Sagen die, bitte, du musst mindestens EDR haben als System. Du musst eine entsprechende Next-Gen-Firewall haben. Du musst ein galvanisch getrenntes Backup haben. Du musst eine Zwei-Faktor-Authentisierung haben und. Also die haben, so dann sagt Kunde, wenn ich das alles habe, brauche ich da wirklich die Versicherung. Also das ist das eine. Und Versicherungen gehen nicht mehr. Also die AXA hat jetzt damit aufgehört in Frankreich. Da muss es wohl extrem schlimm gewesen sein. Die zahlen kein Lösegeld mehr, was wir auch generell empfehlen, nicht zu tun. Ja. Aber das war bisher, das hat den Markt befeuert. Also die Versicherungen haben sozusagen, haben ständig Öl ins Feuer gegossen, weil sie den Bösen quasi signalisiert haben, findet einfach ein paar Dumme, die eine Versicherung haben. Das war nämlich eine der ersten Fragen auch. Also wenn einer gehackt wird, ist eine der ersten Fragen, hast du eine Insurance? Gib mir doch die Insurance. Ich schaue mal, ob ich mit der direkt verhandeln kann, weil bei den einen oder anderen bekommt. Ist einfach so. Ist ein Geschäftsmodell. Krass. Es geht. Kein Mensch interessiert tatsächlich sich für die Betriebsgeheimnisse der Kunden, sondern das Entscheidende ist, ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird, damit eben die es wirklich interessiert, diese Daten nicht bekommen, weil das ist ja ein Teil des Geschäftsmodells, oder ich möchte meine Daten wieder haben, weil ich brauche sie, um meine Produktion flüssig laufen lassen zu können. Und manche gehen eben den kurzen Weg des Widerstands und sagen, ja, dann zahle ich halt eben Lösegeld. Wobei, das sollte auch jedem bekannt und bewusst sein, diese Entschlüsselungssysteme, die Bösen da anbieten, das dauert ewig. Das ist nicht, also so schnell wie verschlüsselt wird, so langsam wird entschlüsselt. Ja. Zumal man da genau, sagen deswegen, muss, dass keine Versicherung der Welt natürlich den Image-Schaden dann auch aufwiegt, den man letztendlich dann gegebenenfalls dadurch erleidet, wenn man diesen Datenschutzvorfall öffentlich machen muss. Ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Genau, also Bußgelder kommen dazu. Also ich sage, wie gesagt, mein Motto, better safe than sorry. Also lieber investiere ich 3,50 Euro. Ich bin so ein Typ, ich trage auch Sicherheitsschuhe, ja, wenn ich im Garten arbeite. Meine Nachbarn lachen mich aus. Mein Nachbar hatte aber auch schon 2 Wochen mit dem Gipsbein rumgehängt, weil ihm ein Ziegelstein auf den nur in Sandalen befindlichen Fuß gefallen ist. Ja, ganz klar. Das ist sicherlich eine Einstellungssache, klar. Also deswegen, ich kann nur sagen, also, und das sollte man auch vielleicht noch erwähnen, der Gesetzgeber ist mittlerweile dahinter gekommen, hat gesagt, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Freunde, in der Wirtschaft, wir geben euch ganz viel Geld. Es gibt Fördergelder, Digital Jetzt, Digital Bonus Bayern, Krankenhaus Zukunftsgesetz. Jetzt fällt mir auf die Stelle nicht mehr ein, es gibt noch mehr. Es gibt jede Menge Töpfe, Schulen für Schulen, Digitalisierung in Schulen. Riesentöpfe für IT, Digitalisierung und IT-Security. Explizit ist immer in allen Programmen genannt, lieber Endkunde, nimm jetzt nicht das billigste Angebot, so Feigenblatt, sondern kauf dir ein vernünftiges Tool, kauf dir vernünftige IT-Security, kauf dir eine vernünftige Firewall, hol dir den richtigen Dienstleister ins Haus. Wenn der 3,50 Euro mehr kostet, egal, wenn wir dafür keine Nachricht in der Zeitung haben, dass du wieder betroffen bist, wunderbar. Deswegen, also, das sollte man wahrnehmen und ich weiß, dass alle System aus Partner, ich glaube, die Netlogix macht das auch, an der Stelle unterstützen. Ja, definitiv, definitiv, definitiv. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, ich habe weder Sophos Central in der ZX noch irgendein anderes Sophos-Produkt im Einsatz. Bedingt durch die Restlaufzeit eines Mitbewerberprodukts kann ich nicht wechseln. Also noch nicht wechseln. Hat Sophos dennoch etwas im Portfolio, um mir gegebenenfalls mit der Expertise, die Sie angesprochen haben, zu helfen, falls ich aktiv jetzt angegriffen werde? Ja, also da gibt es 2 Möglichkeiten. Also für den aktiven Angriff gibt es das Thema Rapid Response. Das ist so etwas wie Incident Response. Wir nennen das Rapid Response. Da gibt es auch einen Markt dafür. Bei uns sieht das so aus, man führt ein halbstündiges Gespräch mit den Kollegen aus dem Rapid Response Team. Die checken kurz die Lage und fragen, ja, was hast du für ein Drittparty-System am Endpoint, am Server, an der Firewall? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, damit bin ich einverstanden, das ist quasi eine Art Arbeitsauftrag, der unterschrieben werden muss, dann fangen diese Kollegen sofort an. Und zwar arbeiten die dann mit den Systemen, die eben nicht von Sophos kommen. Also die fangen auch sofort an, werten die Firewall-Docs aus, werten aus, was in dem, was weiß ich, in dem Trend Micro, Kaspersky und was auch sonst wie System drin ist, mit dem man arbeiten kann. Gleichzeitig wird unser Produkt, unser EDR-Produkt ausgerollt, weil wir brauchen ja eine Grundlage, mit der wir arbeiten können. Und das wird natürlich gegen das bestehende System ersetzt. Aber das hilft, also bisher hat es eigentlich überall funktioniert, das hilft Kunden sehr, sehr schnell wieder in die Produktivität zu kommen. Und also, dann für den Nachgang gibt es eben 2 Möglichkeiten. Entweder bleibe ich dann bei Sophos
Was manche aber auch sagen, warum auch immer, die nehmen ein Produkt, das nennen wir MTR Essentials, heißt es. Also das heißt, das ist eine Art Grundprodukt, so ähnlich wie wir mit Intercept X vor 5 Jahren angefangen sind und haben das oberhalb eines Third-Party-Produkts laufen lassen, weil es war ja kein AV, sondern es war ja eine Exploit-Prevention. Das heißt, wir haben uns die Dateien nicht angeguckt, wie der AV das getan hat. Das war ja immer das Problem. Ich kann keine 2 AVs auf einem System laufen lassen, weil der eine AV sagt, ich habe mir dieses Datei angeguckt, ist in Ordnung, fleckt das. Mhm. Dann sagt der andere AV, oh, da ist ja die Datei ist, wenn auch nur graduell, verändert worden, muss ich mir angucken, oh, ist eigentlich alles in Ordnung, fleckt das. Dann sagt der erste wieder, hey, da ist was verändert worden. Und dieses Spielchen führt dazu, dass nach kürzester Zeit bei 2 AVs es ein Bluescreen gibt, weil das System abstürzt. So. Ja. Und so ähnlich ist das jetzt eben auch mit diesem Essentials. Also wir würden den Third Party drauflassen. Und obendrauf die Dinge, die jetzt in diese Forensik reinlaufen, als Dienst anbieten. Und das ist eine Möglichkeit, halt eben auch mit einem Third-Party-Produkt, sag ich mal, oder das zu erweitern. Weil das natürlich nicht optimal ist. Weil dann wahrscheinlich die Mitigation-Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Ne? Also ihr dann natürlich nicht aktiv wahrscheinlich mitigieren könnt, genau. Als wenn ihr das... Das Regelwerk hat man nicht im Griff. Ja, genau. Genau, man hat das Regelwerk nicht im Griff. Das ist das eine. Man hat natürlich nicht so tiefgreifende Analysemöglichkeiten. Und natürlich die Sichtbarkeit ist auch eine ganz andere. Also das ist ein Kompromiss, den kann man mal machen, ist nicht empfehlenswert, aber das ist eine der Möglichkeiten. Das ist übrigens auch so, wie im Prinzip im Markt agiert wird, weil natürlich komme ich immer wieder in Wettbewerbssituationen rein, der hat gerade für 3 Jahre beim Wettbewerber abgeschlossen, der hat jetzt nicht nochmal Budget, um das Gleiche nochmal bei uns zu kaufen. Ja, das ist ganz klar. Ganz klar. Verständlich. Ja. Jo, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Fragen angelangt. Ich habe jetzt noch eine Frage vorbereitet, die jetzt du mal beantworten darfst. Das ist eine Frage von mir. Und zwar würde ich dich bitten, folgenden Satz zu beenden. Ohne Sophos ist die Welt unsicherer. Unsicherer. Ja. Ist das ein Motto? Wir haben, ohne Schmarrn, wir sind ja so eine amerikanische Firma mittlerweile. Und wir haben so eine Mission. Und da steht tatsächlich drin, also wir haben die Aufgabe, die Welt sicherer zu machen. Chaka. Nee, cool. Und der Witz ist, das tun wir ja tatsächlich. Also insofern, das ist ja, wie gesagt, einer, der Krankenwagen herstellt, macht die Welt auch besser. Ja, also einer, der Gewehre herstellt, ist vielleicht so grenzwertig. Aber wie gesagt, ich denke, wir gehören zu den Guten. Also wir, als meine ich jetzt auch die Netlogix oder unsere sonstigen Systemhauspartner, also alle, die in diesem IT-Security-Umfeld zugange sind, die gehören eigentlich zu denen, die Welt eigentlich besser machen wollen. Ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich meine, auch uns verbindet eine langjährige Partnerschaft. Wir dürfen ja schon sehr lange zusammenarbeiten und wir können definitiv die Lösungen von Sophos unterstreichen und stehen da voll dahinter. Also macht immer sehr, sehr viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Gut. Ja, auch kann ich nur wiedergeben. Und auch dieses Format hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Also das nächste Mal komme ich allerdings vorbei. Also das ist jetzt auch geschuldet unserer globalen Politik. Wir dürfen leider noch keine Außendiensttermine wahrnehmen. Da ist die Firma ein bisschen vorsichtig, aber ich denke mal, in einem halben Jahr, falls ihr das wiederholen wollt, komme ich gerne vorbei. Das ist definitiv. Also wir haben, denke ich, nicht so schnell vor, unser Studio abzubauen. Und wie man sieht, haben wir ja letztendlich auch 2 Sitzmöglichkeiten hier, um diesen Talk dann auch in Persona durchzuführen, natürlich unter den aktuellsten Auflagen. Aber dennoch bin ich positiv gestimmt, dass wir das bald auf jeden Fall, on-premise durchführen dürfen. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Unser nächstes Ask Me Anything findet zum Thema RealWare HMT1 am 15.06. wieder in diesen Räumlichkeiten statt. Also wir haben dann letztendlich auch ein Demo-Gerät, wo wir Ihnen mal vorführen können, wie einfach die Kombination zwischen Augmented Reality und Microsoft Teams ist und welche Mehrwerte in der heutigen Zeit letztendlich dadurch dann auch im Alltag mitgebracht werden. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir heute vor unseren Zuschauern sprechen zu dürfen. Und ja, wir laden Sie natürlich auch herzlich gerne das nächste Mal wieder ein. Verfolgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Da finden Sie immer alle aktuellen Termine und Aufzeichnungen online. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Gleichfalls. Bleiben Sie gesund. Dankeschön.